Freunde, das Warten hat ein Ende. Endlich gibt Leon Kennedy auch auf der PlayStation 2 so richtig Gas. In diesem Clip nehmen wir uns das Hauptabenteuer vor und schauen, was Teil 4 auf der Pfanne hat. Lauschen wir doch mal, worum es sich in Resident Evil 4 eigentlich dreht. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Also, Leon muss also die Präsidententochter finden. Das junge Ding wurde zuletzt in einem Dorf gesehen. Und genau dort beginnt der Horrortrip. Bei seinen Nachforschungen stößt Leon allerdings auf wenig Unterstützung. Kaum im Dorf angekommen, hängt ihn auch schon der Pöbel an den Hacken und will ihn tot sehen. Sicher habt ihr schon die für Resident Evil-Verhältnisse ungewöhnliche Kameraführung bemerkt. Anders als bei herkömmlichen Third-Person-Abenteuern sitzt die Kamera bei Resident Evil 4 hinter der rechten Schulter des Helden. Zieht ihr nun die Waffe, zoomt die Kamera auf die Schulter von Leon und ihr könnt eure Feinde ins Visier nehmen. Zombies spielen im neuen Resi übrigens keine Rolle mehr. Aber keine Bange, ihr werdet keine Zeit haben, die Menschenfresser zu vermissen. Neben den scheinbar wahnsinnigen Dorfbewohnern bekommt ihr es nämlich noch mit anderen fiesen Gestalten zu tun. Da wäre zum Beispiel Kollege El Gigante. Der hässliche Kamerad will euch mit seinen riesigen Pranken aus dem Leben fausten. Diese schäbige Wassermade hat euch ebenfalls auf den Speiseplan und setzt alles daran, euch mit Haut und Haaren zu verputzen. In diesem Schloss machen euch schwer bewaffnete Kuttenträger das Leben zur Hölle. Besser gesagt euch und der Präsidententochter. Denn nach circa 3 Stunden Spielzeit müsst ihr nicht nur euren Polygonkörper in Sicherheit bringen, sondern auch den von Ashley. Mittels R2-Taste könnt ihr der jungen Dame Befehle geben. Auf Knopfdruck versteckt sie sich zum Beispiel in einem Container und ihr könnt dann in aller Ruhe die Gegend säubern. Dazu haben euch die Entwickler ein paar ordentliche Ballermänner mit auf den Weg gegeben, beziehungsweise dem Händler eures Vertrauens. In Resident Evil 4 fallen euch die Waffen nicht mehr so einfach zu. Welcome. Got some rare things on sale. Für einen neuen Engelmacher müsst ihr nun beim Händler vorsprechen und tief in die Tasche greifen. Gleiches gilt für Upgrades. Wer seine Waffe pimpen will, muss ebenfalls den Zahlmeister machen. An Kohle kommt ihr übrigens, indem ihr eure Feinde über den digitalen Jordan schickt. Die hinterlassen nach ihrem Bildschirmtod nämlich Taler oder Munition. Die Atmosphäre von Resident Evil 4 ist schlichtweg der Hammer. Viel Zeit zum Verschnaufen lässt euch das Spiel nicht. Ständig bedroht euch ein neuer Wahnsinniger oder euch fliegen Äxte oder Sensen um die Ohren. Selbst in Zwischensequenzen darf das Pad nicht aus der Hand gelegt werden. Es kann nämlich gut sein, dass ihr die Filmchen durch Tastenkombinationen beeinflussen müsst. Aber nicht nur spielerisch kann Resident Evil 4 überzeugen. Auch technisch gehört Teil 4 zum Besten, was die PS2 zu bieten hat, wie diese Bilder eindrucksvoll beweisen. Somit steht fest, Resident Evil 4 ist das beste Resi aller Zeiten. Wer sich dieses Teil nicht kauft, ist selbst schuld.